Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, was ist mir eigentlich aufgefallen und was ist echt sehr enttäuschend? Wir haben ja Jubiläumsevent hier bei Clash of Clans. 12 Jahre dieses tolle Multiplayer-Strategie-Aufbauspiel oder wie es mein Bruder mal sagt, das Barbaren-Schubs-Spiel bei Clash of Clans. Aber mir ist heute aufgefallen, dass es ja irgendwann Clanspiele gibt. Das kann man, glaube ich, hier jetzt schon sehen im Kalender. Also Clan Games und auch natürlich unsere allseits geliebte Raid Weekends, also Clanstadt-Wochenende. Aber es hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich wusste es jetzt noch nicht. Ich habe es auch hier in den News noch nicht gesehen. Also auch hier in den News gab es nichts. Ich habe hier den Client auf Englisch. Im Englischen sind die News eigentlich immer etwas aktueller als im deutschen Client. Das ist auch die Antwort, warum immer einige fragen, warum hast du einen Client auf Englisch? Weil hier eigentlich die aktualisierten Infos sind, bevor die ganzen anderen Community Manager das von Englische ins Deutsche, ins Spanische, ins Chinesische übersetzen müssen. Und deswegen spiele ich eigentlich häufig auf Englisch. Aber was ich eigentlich meine, ich habe das mal so ein bisschen vorbereitet, muss ich sagen. Habe ich es wirklich vorbereitet? Ja, ich habe es vorbereitet. Warte mal. Ich habe es ein bisschen vorbereitet. Die Clanspiele enttäuschen mich. Die Clanspiele enttäuschen mich maßlos, weil es gibt nur 50.000 Punkte, Leute. Es gibt nur 50.000 Punkte und das enttäuscht mich bei einem Jubiläumsevent. Wir haben schon in anderen Jubiläen 75.000 Punkte erspielen müssen und das ist echt eine Challenge. Vor allen Dingen, wenn du nur, so wie wir bei den Herausforderern, 20 Leute sind oder so, ist das schon eine echte Challenge. Aber ich habe wirklich gedacht, gerade in dem Monat, wo das Jubiläum gefeiert wird, sind die Clanspiele nochmal ganz was ganz Besonderes und gerade die Clanspiele um die Olympiade herum auch und so weiter. Aber es gibt nur 50.000 Punkte, es gibt zwei billige Bücher, okay, es gibt ein Unibuch, das ist natürlich nicht schlecht und es gibt auch einen ein Kampfbuch ist auch nicht schlecht. Was natürlich ein Highlight ist, Leute, für mich natürlich sind zwei Schaufeln. Zwei Schaufeln, das ist ein Highlight. Ich wünsche mir in allen Tiers eigentlich Schaufeln oder Tires. Im Englischen heißt das immer Tire eigentlich. Hier heißt das Tier oder ich nenne das immer Tier. Aber im Englischen heißt das eigentlich First Tire, Second Tire, Third Tire and so on. Und was ich mir aber wirklich wünsche, muss ich sagen, bei den Clan-Spielen ist, angenommen, Wir spinnen mal Clash of Clans ein bisschen weiter. Ja, wir spinnen mal Clash of Clans ein bisschen weiter. Und es gibt das sechste Tier oder das siebte Tier oder das achte Tier. Und es gibt das achte Tier. Und im achten Tier, also alle, die wirklich 75.000 Punkte oder mehr haben, die können nochmal im achten Tier nochmal zugreifen. Das wäre super cool. Und was ich mir da eigentlich wünsche, ist so ein bisschen so ein Randomizer. Das heißt also, es gibt drei Sachen zur Auswahl. Ich sag mal so, im letzten Tier gibt es 1000 Gems, 15 Unibücher und 40 Heldenbücher. Und dann geht so ein Slot, so eine Slotmaschine los. Weißt du, du klickst da drauf und dann geht so eine Slotmaschine los. Und da, wo die anhält, das kriegst du noch, wenn du hier den letzten Pot auch holst, wenn die 75.000 durch sind. Okay, ist natürlich wieder das Einfachste für die Leecher. Die holen ihre 50 Punkte mit so ein bisschen Sammeln rein und können trotzdem hier ins Letzte dann auch wählen und könnten dann quasi natürlich mit 5 Büschen, ich nenne das mal überspitzt, 5 Büsche sammeln, 1000 Gems einheimsen. Aber wäre ja auch nicht schlecht. Also das ist nur so eine kleine Geschäftsidee, aber 55.000 finde ich ein bisschen wenig. Ich habe wirklich erwartet, dass es 50.000 sind und 75.000 sind und nicht nur 50.000 und dass man mindestens 3 Bücher bekommt und in jedem Tier bitte eine Schaufel. So müsste es eigentlich sein. Ich weiß nicht, wie ihr der Meinung seid, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass das so sein sollte und gerade jetzt zum Jubiläum ist das echt ein bisschen mau. Viele haben ja sowieso schon gesagt, ja, es gibt ein bisschen wenig im Jubiläum, ja, den ollen Kuchen, da gibt es. Es gibt natürlich die Challenge, es gibt den Anime Clash, also den Ereignisfahrt, aber das war es auch schon, ne? Es gibt nicht so, das richtig Coole, ne? Es sind aber 7 Reiter, das stimmt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, die Abstufung ist ein bisschen enger. Die Abstufung ist diesmal ein bisschen enger. 2000, 5000, 8000, 12000, 20000,
35.000, das ist richtig, die Abstufung ist anders, und 50.000 Punkte. Ja. Und 50.000 Punkte. Die Abstufung ist so ein bisschen anders und aber dennoch, ich finde es ein bisschen mau. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich halte davon eigentlich nicht so viel. Aber egal, wir sind ja noch bei Clash of Clans. Ich habe auch noch ein paar andere Themen auf dem Deckel. Also wenn ihr diese Videofolge seht, haben wir wahrscheinlich Donnerstag, wenn ich es noch am Mittwochabend geschnitten habe. Am Freitag sollte eigentlich ein Livestream kommen, kommt aber keiner mehr, weil ich dann schon im Urlaub bin. Und ich möchte eigentlich nicht mehr Livestreamen, auch wenn ich bei Chromo eigentlich Livestreamen könnte. Wollte ich das nicht mehr machen. Wenn es dann doch so sein sollte, dann machen wir ein bisschen Just Chatting, aber kein Clash of Clans mehr. Dann labern wir nur noch ein bisschen rum und im Hintergrund seht ihr dann Chromoletta, die dann ihre Klamotten packt, ins Auto schon mal scheffelt und wir dann irgendwann mal wegfahren. Aber es sollte mindestens ein oder zwei Videos noch in den Folgen, in der Woche, jetzt in der ersten Woche und in der zweiten Woche kommen. Denn auch da habe ich was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Also seid auf jeden Fall gespannt, was auf diesem Kanal noch kommt. Und wir wären nicht Clash of Clans, wenn wir nicht ein bisschen Clash of Clans zeigen würden. Wir sind im Moment im Clankrieg gegen die sogenannte Tafelrunde am Start und ist ein deutscher Clan. Grüße gehen raus, man hat uns auch schon begrüßt. Finde ich echt eine coole Sache, gerade so im deutschsprachigen Bereich ist das wirklich immer nett, dass man sich gegenüber so ein bisschen so, ja, wir wünschen euch viel, viel, viel Glück und viel, viel, wir wünschen euch natürlich noch viel, viel mehr One-Stars-Tafelrunde, keine Frage. Und uns wünschen wir natürlich noch viel, viel mehr Three Stars, aber die haben ja auch schon ein bisschen so ein paar welche gemacht. Ich habe jetzt noch keinen gemacht, weil ich ja auch mit der billigen Event-Armee angreife. Das werden sowieso immer 3 Sterne. Aber ich auch da habe ich noch ein anderes Thema für euch, was ich ganz gerne aufnehmen würde, entweder im Livestream oder wenn ich wieder zu Hause bin, dass ich da mal wieder normale Videos mache. Im Moment mache ich ja wirklich Videos. Ihr seht ja immer auch den Chat, der ausgeblurrt ist. Und nutze die Gunst eigentlich der Stunde, mich nicht extra hinzusetzen, sondern mich quasi daran bediene, dass ich ja sowieso live bin oder etwas tue. Und deswegen nehme ich im Moment genauso auf, weil eigentlich ist mein Overlay ja so ein bisschen anders, wenn ich offline aufnehme. Auch mit der Kamera, da nehme ich nie mein iPhone, sondern immer meine andere Cam, meine 1020 von Logitech. Weil da betreibe ich den Aufwand nicht, den ich im Livestream mache, denn im Livestream gebe ich mir immer besonders Mühe, gut rüberzukommen. Das mache ich in den Videos natürlich auch, aber da brauche ich auch die hochauflösende Cam nicht. Also das iPhone 13 hat ja schon eine ziemlich nette Qualität gegenüber meiner 1020, aber für die normalen Tagesvideos reicht auch die normale Cam. OMG, jetzt wird es gerade laut, Leute. Jetzt wird es gerade laut und es kommen ganz, ganz viele Emotes. Der On Fire kommt hier rein. Schon wieder redet er mich. Vielen lieben Dank. Schon das zweite Mal hintereinander, also am Montag auch schon. Ich dachte, die machen immer länger als ich. Weißt du, ich dachte immer, das sind immer Streamer, die machen auf jeden Fall länger, als ich streame. Ich streame ja meistens von 21 bis 23 Uhr. Und ich denke immer, die fangen vor mir an und hören hinter mir auf. Also liege ich eigentlich immer so dazwischen. Aber anscheinend möchte auch jemand anders mal sein Bettchen aufsuchen. Finde ich auch ganz gut. Vielen lieben Dank. Hallo Raiders, so läuft das hier im Livestream. Und vielen Dank nochmal den On Fire. Es gibt auch ein Shoutout, also https://twitch.tv und FireTV, nee, On Fire YouTube heißt er, mit 2e. Kennt er aber sicherlich. Irgendwann hoffen wir, dass er auch wieder Clash of Clans spielt. Hat er gestern so halbwegs schon versprochen, wenn Rathaus 17 cool wird. Aber im Moment hat er sich halt in ein anderes Spiel verliebt. Sei ihm absolut gegönnt. Und von daher ist das alles tutti. Im wirklichen Leben heißt er übrigens Waldbrand und kommt vom Clan Waldbrand, wie ist dein Clan? Ich habe jetzt den Clan-Namen vergessen, scheiße. Okay, ich habe seinen Clan-Namen vergessen. Aber ihr habt das schon mal gesehen, die waren auch schon mal Platz 1 in Deutschland, haben schon mal richtig gepusht. Na, On Fire heißt der Clan, ja, On Fire heißt das, ja, On Fire, stimmt. On Fire YouTube. Ja, okay. On Fire, ja, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Alles klar. Okay, Attacke auf mich. Würde ich euch zeigen. Scheiße. Ah, die Tafelrunde ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, ne? Die ärgern mich echt ein bisschen, ne? Ich zeig euch. Die Base ist ja eh down, ja? Meine Anti-2-Sterne Klaus Base. Mit Superhexen. Okay.
Ich zeige euch den Angriff. Die Base ist ja eh down. Schon mal Platz1.de. Jetzt kracht es halbes Jahr. Platz 1 bis 3 ist reserviert, okay? Hast du einen Club, der Berliner Elite heißt? Ich habe keinen Club, der Berliner heißt. Oder ihr stellt die Frage an und feier. Die 1 auf dich. War persönlich, sag ich. Meinst du, das war persönlich gemeint? Ich glaube nicht. Meinst du, es war persönlich? Aber es war, das freut mich eigentlich, es war mit Superhexen. Das freut mich eigentlich dabei, weil das ist eine normale Angriffsstrategie, so will ich es mal sehen. Es ist nicht Eventarmee, es ist halt Truppen genommen, die nicht im Event im Moment sind, und aber die scheinbar echt mega stark sind, gerade mit dem Feuerball, die Hexen, er hat ja Feuerball hier drin, ja, Feuerball auch voll durchgelevelt, richtig krank, und auch vor allen Dingen den Spiegel, okay, den habe ich ja noch gar nicht in Betracht gezogen, mein Spiegel ist immer noch auf 1 und ich habe ihn noch nicht aus dem Shop geholt, muss ich auch mal machen. Aber okay, wir haben jetzt heute über die Clan-Spiele gesprochen, aber es ist natürlich immer ein bisschen bei mir auf dem Kanal, ein bisschen Clash of Clans sollte es eigentlich immer geben und nicht nur Rumgelaber, aber ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, auch die allervollsten Schreiber unter euch, also die Niva schreiben, können ruhig mal schreiben, ja, wir finden das auch nicht so toll, Toto, 75.000 wären absolut in Ordnung und deine Idee mit dem Randomizer im letzten Tier ist einfach genial, ja. 1000 Gems, 40 Heldenbücher oder 15 Universalrunen wären echt super, wenn man sich die da rausholen könnte, ist ja nur so eine Idee. Muss ja nicht so viel sein, ja, weil Supercell geizt ja auch gern mit geil oder findet ja auch geil, sehr, sehr geizig ja auch. Naja, okay. Muss ich so hinnehmen, ich habe eine einzigartige Schrift, okay. War ein heiß Anführer und sagte auch so wie, ah ja, okay, mindestens 40 Universal würde ich feiern. Das war nur so eine Idee, Leute. Ich sehe gerade noch den Chat, ihr seht das nicht, weil der ausgeblurrt ist, damit niemand erkennt oder erkannt wird aus dem Streams hier, aber letztendlich, wenn ich euch den Stream hier zeige oder eine Aufnahme mache, ihr könnt die Streams immer noch locker für 14 Tage bei mir auf dem Kanal Twitch-TV twitch.tv/totoclash nachschauen. Ab und zu übertrage ich die auch mal zu YouTube, aber eher selten, weil auf YouTube möchte ich halt nur meine Tagesvideos machen und hier streamen wir halt zusammen. Wenn euch das Ganze trotzdem gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ein Like würde mich natürlich auch freuen und auch ein Abo. Abo auch hier auf sowohl als auf Twitch als auf YouTube ist umsonst, ihr braucht also oft, Twitch kostet Geld, ja, da müsst ihr mich unbedingt verfolgen, aber hier auf YouTube könnt ihr mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr von mir. Und dann würde ich sagen, entlasse ich euch fast ins Wochenende, mal sehen, ob ich noch was bringe, lasst euch da einfach überraschen, bleibt am Kanal dran, nicht gleich wegschmeißen den Kanal, nur weil nicht ein Tag kein Video kommt, sondern bleibt einfach dran, guckt, was da kommt, es kommt in jedem Fall was, das kann ich euch versprechen, und dann werden wir auch wieder Tagesvideos mehr haben und auch wieder mehr Livestreams zu gegebener Zeit. Bis dahin, vielen Dank, Leute. Euer Toto. Clashed.